als die Hartgummischeibe beim letzten Penalty von Rudeltier Slava Kubenski vom Schienbeinschoner des Wölfe-Goalies Nico Stark zur Seite abprallte, gab es bei den Gästen aus Schönheide kein Halten mehr. Während die Spieler des somit frisch gebackenen Doublemeisters aus dem Erzgebirge ihrer Freude über den Sieg im Penalty-Drama in Spiel 2 des Playoff-Finals freien Lauf ließen, ihre Handschuhe und Helme in die Höhe warfen und in einer wild feiernden Jubeltraube auf ihre mitgereiste Fanschar rannten, gingen bei den Akteuren des EC Sande die Köpfe nach unten. Einige Jadehaie ließen sich tief enttäuscht auf die Eisfläche sacken und ärgerten sich minutenlang maßlos über die, wie bereits in Spiel 1 der Best-of-3-Serie, erneut nur denkbar knappen Niederlage gegen den Titelfavoriten. Beim Wiedersehen nach der unglücklichen 4:5-Niederlage in Spiel 1 im Wolfsburg Schönheide war den Jadehaien am Samstagabend von Beginn an anzumerken, dass sie unbedingt Revanche nehmen und so das alles entscheidende Spiel 3 erzwingen wollten. So legte das Team von ECW-Coach Sergei Yashin vor der Rekordkulisse von 1300 Fans im heimischen Haifischbecken einen Blitzstart aufs Eis und führten schon nach 3 Minuten durch Treffer von Varoslav Balakun in der ersten Spielminute und Vitali Hovostini in der dritten Spielminute mit 2:0. Das Einzige, was in der Anfangsphase nicht mitspielte, war die Hallentechnik, denn die elektronische Anzeigetafel fiel zweimal aus, was jeweils zu minutenlangen Unterbrechungen führte. Doch auch danach blieb der ECW am Drücker. Die Gastgeber verloren allerdings Stürmer Lubomir Sivak, der sich eine 5-Minuten-Plus-Spieldauerstrafe wegen eines heftigen Ellbogenchecks gegen den Schönheider einhandelte. Was wiederum Yashin auf der Auswechselbank zur Weißglut brachte. Und es kam noch dicker. Obwohl die Sander die 5-minütige Unterzahl kampfstark ohne Gegentreffer überstanden, aber zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt kassierten die Hausherren einen Anschlusstreffer der bis dahin noch eher blassen Gäste. So verkürzte Florian Richter Sekunden vor der Drittelpause auf 2:1. Das Mitteldrittel verlief dann deutlich ausgeglichener, weil Schönheide immer stärker aufspielte. So gelang es den Wölfen zunächst den Ausgleich zum 2:2 durch Christian Freitag gut 10 Minuten später in doppelter Überzahl sogar den Führungstreffer zu erzielen. Doch der ECW schlug postwendend zurück und nutzte die 5 Minuten plus Spieldauerstrafe gegen Schönheides Yannick Noah Grete zum 3:3 Ausgleich in Überzahl durch Tim Meyer, der aus dem Gewühl heraus traf. Im nicht minder umkämpften Schlussdrittel sollten keine weiteren Treffer fallen, wobei Sandes Sergei Piskunov Pech mit einem Pfostentreffer hatte. Pech gehabt, Verlängerung verloren, hab Penaltyschießen verloren. Glückwunsch an Schönheide und eigentlich will nicht viel sagen, außer ja, schönen Dank an unsere ganzen Förderer, Sponsoren, Freunde, die erste Mannschaft in ECW Sande und unseren Nachwuchs unterstützen. Und natürlich mega Dank an die Fans, die ganze Saison zu uns gehalten haben, auch auswärts zu Hause und natürlich Hut ab und Respekt, großen Dank an die Mannschaft, die hat wirklich toll geleistet und wir kommen nächstes Jahr wieder. In der 10-minütigen Verlängerung mit 4-gegen-4 Feldspielern und Sudden Death, das heißt der erste Treffer entscheidet, mobilisierten beide Mannschaften noch einmal ihre letzten Kräfte. Die beste Chance der Hausherren hatte Ivan Roak auf dem Schläger, doch der verzog nach einem Konter nur knapp. Und so musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Auch dieses hatte es in sich. Denn Piskunovs, als dann das erster Schütze, der von der Mittellinie aus allein auf Wölfes Goal die Stark zulief, zog ab und der Puck trudelte zeitverzögert unter den Schützern des Torhüters hindurch über die Torlinie. In den kollektiven Jubelschrei der Haie-Fans mischte sich jedoch die Geste eines Unparteiischen, dass der vermeintliche Treffer nicht zählen würde. Angeblich hätten die Unparteiischen schon abgepfiffen. Doch alle Proteste der Sander brachten nichts. Und weil alle anderen 5 Penaltyschützen entweder am gegnerischen Torwart oder an den eigenen Nerven scheiterten, erreichte der Nervenkitzel im Haie-Hexenkessel seinen absoluten Höhepunkt. Dabei übernahmen Wölfe Topscorer Kula, der in seinem ersten Versuch noch am gut reagierenden ECW-Goalie Nikolai Zurkov gescheitert war, zum zweiten Mal die Verantwortung und traf zum 3:4. Nun lastete der ganze Druck auf Kubenskis Schultern, der bei seinem Versuch allerdings leer ausging. Nun wird der ECW Sande in der neuen Saison 2019 als Nordmeister antreten. Und alle anderen Vereine werden den Titelverteidiger jagen. Mit welchen Spielern die Jadehaie antreten werden, ist noch nicht bekannt. Man weiß aber, dass einige Spieler gehen werden.